Hallöchen ihr Lieben, der Wal ist weg und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, wir treten das letzte Kapitel scheinbar schon an. Wir kehren zurück in unsere Heimat. Wir wollen Delilah aufhalten. Vielleicht haben wir Glück, oder ich habe Glück und muss die gute Frau, wollte ich jetzt sagen. Und ich muss Delilah nicht umbringen, das wäre mir persönlich das Liebste. Ja. Auf die Straßen von Dunwall gehen. Könnte Samuel mich doch nur sehen. Oh. Und, ja. Ich bin gespannt, was kommen wird. Kapitel 9. Tod der Kaiserin. Du musst dich Kaiserin Delilah Copperspoon entgegenstellen, bevor sie mit ihrer Willenskraft die gesamte Welt verändert. Betritt den Dunwall Tower und finde eine Möglichkeit, um Delilah Copperspoons Geist mit ihrem Körper zu vereinen und sie wieder sterblich werden zu lassen. Erst dann kannst du sie eliminieren und dir den Thron zurückholen. Ja, ich würde gern Frieden schließen mit ihr, ne? Nanu? Geht ja. Ich würde gern Frieden schließen mit ihr, ehrlich gesagt. Sie wäre sicher eine gute rechte Hand mit ihrer Erfahrung, die sie hat. Auch im Volk und so könnte man gemeinsam ein super geiles Königreich machen. Kaiserreich, Entschuldigung. Nicht Königreich, Kaiserreich. Wissen Sie, was Höheres? Das werde ich. Delilah wird wieder sterblich sein. Sie lassen ihre Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es immer noch nicht akzeptieren. Ihr Vater wurde als niemand geboren. Ich wohne im Herz ihrer Mutter. Mein Körper wandelt durch ihren zerfallenden Palast und schläft unter ihrer Decke. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Herkunft sollte keinem das Recht zu herrschen geben. Man erhält es, indem man den Menschen dient, die einen brauchen. Hm. Nun werde ich ihre Tyrannei beenden, Delilah. Wäre trotzdem cool, wenn wir gemeinsame Sache machen könnten. Aber, ich muss mich kurz umsetzen, aber es ist halt immer die Frage, können wir dann Delilah vertrauen, wenn sie uns als Kaiserin wieder auf den Thron lässt und wir ihr die Möglichkeit geben, unsere rechte Hand zu sein? Wer sagt denn, dass sie uns nicht wieder in den Rücken fällt, ne? So, wir brauchen das Herz. Super Herz. 1831 war es, als er zu ihr, zu mir, zu uns kam. Er sagte, wir könnten alles ändern und die Welt in Ordnung bringen. Gibt es hier einen regulären Weg? Ich glaube nicht, ne? Da ist abgesperrt. Da muss ich klettern. Ich kann das. Ruck. Jawohl. Klettern. Ruck. Ich habe hier irgendwo... Boah, langsam, ey. Da ist niemand auf den Straßen? Jetzt habe ich schon eine Migräne, dass ich sterben werde. Apropos sterben. Es wird Zeit für einmal speichern. Es wird tatsächlich Zeit. So. Hier. Bitte ja. Und ich mache gleich einen zweiten, weil ich Vollpfosten. Nämlich super vergessen habe ich gerade vorhin zu speichern. So. weil ich so schlau bin. Schlau. Ruck. Die Straßen sind total leer. Was haben wir da? Bürger meldet beunruhigende Ereignisse. Aus allen Winkeln Dunwalls wurden plötzlich beunruhigende Anzeichen von Unfug gemeldet. Was ursprünglich nach vereinzelten Streichen aussah, hat sich mittlerweile als wesentlich weitreichender und schlimmer herausgestellt. Trotz der aufgeklärten Zeiten, in der wir leben, haben abergläubische Zeitgenossen Gerüchte über Hexerei verbreitet. Es gibt Berichte über bis auf die Haut rasierte Hunde, an Türen geheftete kleine Eulen, Salzspuren unter Fenstern, in Torbögen hängende getrocknete Ratten, rückwärts laufende Katzen, die nicht miauen und Töpfe mit seltsam riechenden Salben, die unter Betten und Schreibtischen zurückgelassen wurden. Bitte was? Dass all diese Dinge hier in der Hauptstadt und gleichzeitig
auftreten, macht den Autor dieser Zeilen nachdenklich. Welch verzweifelte Zeiten! Wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, scheint jedes seltsame Vorkommnis für sich ein böses Omen zu sein. Eine Warnung vor schrecklichen Dingen, die geschehen werden. Und wenn es stimmt, was manche behaupten, dass diese Kopriolen das Werk der inbrünstigen Anhänger von Kaiserin Delilah sind, welche Hoffnung gibt es dann noch? Wir sind da. Wir sind wieder da. Emily Coldwin ist wieder hier und wird euch retten, meine getreuen Bürger. Ich wollte schon Untertan sagen. Meine getreuen, lieben Bürger. So, irgendwo ist da was. Kann ich hier... Ist das gesund? Ich glaube nicht, oder? Aha. Komm ich da... Würde es funktionieren? Ja. Da auch? Boah. So, wo ist das jetzt? Da drüben. Komme ich da rüber? Okay. Aha, lol, da wäre es auch raufgegangen. Lol. Loli, lol, lol. Aber, das ist ja... Schau mal, Kupferdraht. Gut, dass ich nochmal schauen gehe. Ich stelle mich mal lieber auf die Füße. Brot brauchen wir momentan noch nicht. Gibt es hier zufällig Münzen oder so? Die Tür? Ist logisch. Selbstverständlich ist die zu, erst. Aha. Fenster gibt es hier keins, ne? Das heißt, ich muss leider durch die Tür. Dann spielen wir doch mal. Zivilist, okay. Ich habe immer im Orden gebetet, aber seit Tagen kam kein einziger Aufseher. Ah, Schwarzmarkt. Ich dachte hier schon. Verschwand alles im Nichts. Kann nicht schaden, Munition auf Lager zu haben. Jo, das auf jeden Fall. Schlimme Neuigkeiten aus der Hauptstadt. Warte, das lesen wir noch vorher. Nach dem Staatsstreich sitzt Delilah Coldwin, ehemals Delilah Copperspoon, immer noch auf dem Thron im Tunwall Tower. Die Bewohner des Bezirks sind größtenteils geflohen. Geschäfte und Wohnungen verfallen immer weiter. Teilweise wurden sogar Barrikaden in engen Straßen errichtet, um die seltsamen Umtriebe der unsere neue Herrscherin begleitenden Frauen einzudämmen. Auf der Suche nach Gelegenheiten wurden die örtlichen Banden hier immer wieder fündig. Persönlich bestätigen kann ich die verstärkte Anwesenheit der Hutmacher, deren Anzahl seit der Rekrutierung von Waisenkindern stark zugenommen hat. Aha. Ihr unerschrockener Reporter wird Ihnen auch weiterhin aktuelle Nachrichten liefern und wie immer werde ich die Ereignisse nach bestem Wissen interpretieren. Beim Dunwall Kurier sind wir bemüht, nach Möglichkeit alle Seiten wiederzugeben, aber natürlich haben wir, so wie alle journalistischen Quellen, auch eine eigene Perspektive und eigene Werte, die in unseren Berichterstattungen einfließen. Immer ein Körnchen Wahrheit. Punkt. Schwere Zeiten in Dunwall. Die neue Kaiserin und ihre Leute sind an der Macht. Ich will was kaufen. So, oder was lernen. Wie auch immer, ich möchte vieles. Was haben wir denn da? Rote, die roten Geschwister. Lautloser Lauf. Das wäre mal nicht schlecht. Du, das ist aber gut. Kann ich das nicht lernen? Vielleicht kann ich sie lernen.
Ausrüstung. Schauen wir mal, ob es hier Verbesserungen gibt. Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange Dunwall durchhalten wird. Lang genug. Wie kriegen das hin? Warte, das ist nicht richtig. Entschuldigung, ich habe mich voll verdrückt. Ich glaube, na passt. Ausrüstung. Granaten. Was ist denn das? Brandbolzen. Achso. Die will ich alle, die brauchen wir glaube ich nicht. Was ist das? Minen, ne? Jawohl. Ich will einen Schlüssel. Schlüssel zur Waffenkammer. Der junge Sohn des Ladenbesitzers hat den Schlüssel für eine verlassene Waffenkammer der Stadtwache in der Nähe des Tors zum Dunwall Tower gestohlen. Dieser Kontrollpunkt wurde genutzt, um militärische Ausrüstungen zu lagern, die sich als nützlich erweisen können. Nehmen wir gerne mit. Ja, genauso auch die Rune. Sie werden es nicht bereuen. Hammer, ja, okay. War mir eine Freude. Gleichfalls. So, trotzdem hätte ich gern. Ich dachte, das geht immer mit dem Schwarzhändler. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ich würde sagen, das hier, oder? Uralter Heulbolzen. Ich bin einfach nur doof. Warte mal, was haben wir hier? Bolzenkapazität. Mottenstaub. Umhüllung. Man kann natürlich weiter. Super. Man kann weiter drücken. Das habe ich nie gemacht. Ich gescheite Frauen. Ja, Granaten. Haftgranaten. Sprengminen. Die Minen überhaupt. Ah, dann sind wir wieder hier. Gut, warte. Irgendwo muss es doch bestimmt eine Abteilung geben, sozusagen. Linsenoptik. Artefaktkapazität plus 2. Schalte 2 zusätzliche Plätze für Artefakte frei. Jo, bitte. Das habe ich gesucht. Schwingender Punkt und Ding Ding. Das habe ich gesucht. Das müsste sich auch noch ausgehen. Ja. Plus 3. Jetzt haben wir unsere 5. Was haben wir hier noch? Bolzenkapazität. Da leise laufen. Das will ich unbedingt haben. Dann lässt dich leiser sprinten. Das will ich auch haben. So. Entschuldigung. Ich hätte, Alter, hätte mich da jetzt echt. Verschafft einen Vorteil im Kampf mit verkeilten Schwertern. Ich hoffe nur, wenn es so ist, dass ich niemanden umbringe. Universalschlüssel, du fügst mechanischen Soldaten Schwertschaden zu. Das will ich auch haben. Jo. Wir haben noch 1900 Goldmünzen, Haftgranaten. Na, ich habe mich verdrückt, aber sauberst verdrückt. Mal schauen. Mehr Wegfalle. Jede Springmine lässt sich zweimal einsetzen. Ist auch nicht schlecht. Erhöht Radius von Springminen. Ja, ich will die Minen nicht verwenden. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Das. Dass ich da Scheiße baue. Mehr als sonst. Mod. Was haben wir da? Sammelpanzer senkt den erlittenen Schaden. Das wäre auch nicht schlecht. Mottenstaubumhüllung senkt deine Sichtbarkeit in gut beleuchteten Bereichen. Oh ja. Hoppala, ich bin verdrückt. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Das nehme ich auch noch mit. Jo, bitte. Und wenn es geht. Ah, das geht nicht. Achso, entweder oder. Oh, Entschuldigung. Das war ein doof wahrscheinlich, ne? Das war doof. Doof, 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 doof. Warte. Moment. Die Alte ist total müde, ne? Es sollte mal schlafen gehen. Ich würde sagen, Heulbolzen. Den werde ich auch noch lernen. Ich glaube, das passt dabei mal so. Sind wir fast pleite, so ist schön. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ich werde mir Mühe geben. Versprechen tue ich aber nichts, dass das klar weißt. So. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Das haben wir uns verdient. Glaube ich. Ja, natürlich, hier drauf ist erst der zweite Part für heute. So, den ich machen tue. So, geplant sind vielleicht sogar schon. Ich soll zuerst mal schauen, bevor ich reingehe. Erst. Geplant sind, was wollte ich sagen, wieder mal 5 bis 6 in dieser Aufnahmesession. Kommen Jungfer, Herren, Maus und auch Kind, kommen Fischer, Bauer, Mann.
Einmal ein kühlig gekleidetes Theatrett, erroten am Feuer auf weichem Federbett. Und auch wenn seine Untertanen hungerten. Was zum Teufel? Wer zum Teufel singt hier? Kann man hier rein beim Fenster vielleicht? So ess doch den Schnee und verschwunden ist schnell all eure. Ich nehme da einfach mal ein bisschen was mit, während die da herumkrakeelt. Also bei Deutschland sucht den Superstar gewinnt sie keinen Blumentopf. Das ist schon mal fix. Ich mal da oben. Hier arbeitet jemand. Okay. Da kriegt es nicht mit, wenn ich da bin. Das ist aber schön. So, dann können wir hier in Ruhe uns ein bisschen umschauen. Na, würdest du? Danke. Na, die Schreibmaschine werde ich nicht betätigen. Noch nicht. Der arbeitet brav, ja. So soll es sein. Pistolenkugeln brauchen wir nicht. Habe ich noch nie irgendwie nützlich verschossen. Kaiserin und Schutzherr entlastet. Opfer trinkender Verschwörer. Opfer trickreichender Verschwörer. So. In unserem Blatt, dem vielen Vertrauen, haben wir schon oft über den Kronenmeuchler spekuliert. Zuerst glaubten wir, das Monster würde Befehle direkt vom Thron erhalten, doch durch jüngste Ereignisse wurden unzählige Fakten aufgedeckt. Die Kaiserin Emily Caldwin und ihren kaiserlichen Schutzherrn von all diesen Zweifeln freisprechen. Oh, nicht nur sind sie nicht in dieser grauenhaften Morde verwickelt, sie sind stattdessen Opfer trickreicher Verschwörer, die ihren vorbildlichen Ruf vernichten wollen. Die Beweise deuten nun auf einen Mörder aus Kanaka hin, der möglicherweise von keinem geringeren als Herzog Luca Abele und Delilah Copperspoon gelenkt wird. Diese ehrwürdige Institution wurde jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen, solange nicht die ganze Wahrheit bekannt ist. Wir werden sie, sehr geehrter Leser, von weiteren Ereignissen jederzeit in Kenntnis setzen. Das ist super. Da bleiben wir immer auf dem Laufenden. Wie schön. So, da ist sonst nichts da. Wir sind freigesprochen. Ma, ist das cool. Ich glaube, dadurch, dass wir so ein paar Leute das Leben retten konnten, haben wir vielleicht doch was Gutes gemacht. Ich meine, das war immer gut, keine Frage. Aber, ich finde es gerade toll. Wir sind freigesprochen. Ist das schön. So, jetzt ist nur die Frage. Was mache ich hier? Ich spielte mit Jessamine Gesellschaftsspiele im Dunwall Tower. Sie hat jedes Mal geschummelt. Aha. Ja, weil sie auch darf, ne? Oder durfte. So, wir müssen... ein kleines Stück weiter. Ich hätte warten müssen, bis das hier aufgeladen worden ist. I'm so sorry. Wow, ich darf da echt drauf? Okay, damit habe ich fast nicht gerechnet. Jetzt ist das Ding wahrscheinlich hier irgendwo unter mir. Das hört sich wieder super an. Blitzelt das Ding, ist das kaputt? Ich hätte vielleicht gar nicht hier hoch müssen. Ja, vielleicht. Ich traue mich gerade nicht, darüber zu hüpfen. Geht, glaube ich, eh nicht. Vielleicht hier rüber kurz.
Ah, runter. Da war ich doch gerade. Ach, rauf hätte ich müssen, oder was, ich Idiot. Na, muss ja gar nicht. Ich muss irgendwie schauen, dass ich da rüberkomme. Ist das auch ein Balkon? Dann könnte ich mich da runterfallen lassen. Theoretisch. Wäh. Ja, ich unter einem Balkon, ne? Ich muss mal, wow, ein bisschen runter. So ungefähr. Aha. Ich speichere mal. Das lief einfach schon ein bisschen zu gut. Das muss ich gleich speichern, bevor ich wieder Scheiße baue. Und einmal kurzes Blickerl aufs Urli. Okay. Wir haben noch 10 Minuten. Keine Sorge, ich riech das Geld. Sieh hinter den Bildern nach. Diebe. Wenn es keinen Safe gibt, gehen wir mit leeren Händen. Da. Hä? Wo bist du hin? Hutmacher. Oh mein Gott. Ich schneide dich in Stücke. Komm schon. Alter. Komm her. Trägst das mal? Dann muss wohl deine Hand ab. Beeindruckend. Muss die, darf die sterben? Ich bin gleich hin, oder? Tot. Ich konnte jetzt irgendwie... Warte, das will ich nochmal machen. Warte mal kurz, bitte. Kann man die irgendwie mit Domino da... Vielleicht was machen? Also bewusstlos machen? Die Hexe geht mir am Nerv. Die zählt nämlich dann auch als Mord. Ich konnte sie aber gerade nicht ranziehen. Sieh hinter den Bildern nach. Okay. Wenn es keinen Safe gibt, gehen wir mit leeren Händen. Dann bin ich echt sauer. Ich hab keine Ahnung, wo die Hexe ist. Können Sie die Hexe rufen? Das könnte es vielleicht sein. Letzter Eintrag im Tagebuch eines Seemanns. Mhm. 15. In Dunwall geboren. Ich dachte, ich würde auch hier sterben. Aber jetzt muss ich mir ein neues Zuhause suchen. Mir ist es einerlei, wer das Kaiserreich regiert. Ob damals... Euhorn, seine Enkelin Lady Emily, diese neue Delilah oder wer auch immer. Niemand von ihnen reichte an Jessamine heran. Sie war etwas Besonderes. Ich würde ja bleiben, aber Dunwall geht den Bach runter und für einen alten Seemann gibt's hier nichts zu holen. Ich werde noch auf der Straße umgelegt, weil ich mir ein Aale kaufe. Ich bedauere nicht, mein Geheimzimmer nie wieder zu sehen. Schon als junger Mann habe ich angefangen daran zu arbeiten. Mein Schrein, kleine Glücksgegenstände, die ich hier und da gefunden habe. Meine Wahlknochenschnitzereien, eine ganze Sammlung. Aber ich kann doch kein ganzes Zimmer mitnehmen, oder? Außerdem bin ich so alt, dass ich dort, wo ich angespült werde, keinen neuen Schrein anlegen kann. Vielleicht lande ich ja in Tyvia. In Tyvia. Tischuhr, die nehmen wir nicht. Ein geheimer Raum. Die Sache ist, man hört ja echt was, ne? Und diese Vollpfosten haben scheinbar echt die Hexe rufen können. Da muss ich voll aufpassen. Also Hutmacher ist gleich böse. Einen Geheimgang. Er hätte aber auch sagen können,
Oh, hier haben wir was. Er hätte aber auch sagen können, wie man da hinkommt. Oder reinkommt in diesen Geheimgang. Was war das? Also eine Flasche. Auf alle Fälle haben die danach gesucht, diese Hutmacher-Typen. Ich hätte vielleicht sie nicht so schnell umhauen sollen. Ich schaue jetzt einfach mal ein bisschen. Ihr wisst es bestimmt schon längst. Hey, boah, cool. Okay, das hätte ich mir alles schenken können. Silberbahn. Was zu essen brauche ich gerade nicht. Ich lasse das mal über. Cool. Outsider schreien. Husch. Willkommen Servus. Zu Hause, Eure Majestät. Delilah erwartet dich. Sie hat in den letzten Wochen schlecht geschlafen. Oh. Weil dieser Teil von ihr, den du bei dir trägst, sie gerufen hat. Damit sie ihn sich zurückholt. Sie spürt auch das Verlangen, wird aber alles tun, damit du ihren Geist nicht zurückbringst, wohin er gehört. Mhm. Du warst vorsichtig in Kanaka. Mal sehen, wie dir das im Tower dient, in dem du geboren wurdest. Delilah hat den Thron und sie hat deinen Vater. Doch, jetzt hat sie auch ein Geheimnis. Was? Ein Geheimnis? Aha. Du hättest mir auch gleich sagen können, was für eins. Ich bin ja so neugierig. Naja, lalala. Leute, das lief schon mal gut. So. Wusch. Das heißt, wir tun speichern. Oh ja. Ja, jetzt muss ich wieder aufs Urli klupschen. Aufs Urli. Wir haben, glaube ich, jetzt noch, warte, 40, 50, 3 Minuten. So. Passt. Gespeichert haben wir. Was? Da drüben! Da drüben kam sie hier. Wir den Raum lieber gut. Hi! Kann ich sie würgen? Ich kann sie würgen, echt? Ja, das geht echt. Ich hätte sie würgen können. Ich will sie würgen. Ich tue mir gerade voll schwer. Ah, ich hab's verdrückt. Entschuldigung. Ja, ja, ich lade schon. Ich lade schon. Ist schon gut. Ein paar Mal hätte ich sie würgen können, ne? Ich muss nur richtig stehen, dann geht's. Scheiße. Na, Fisch. Ja. Okay, da triggern wir die Hexe. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Die sind voll stark, diese Mistviecher. Weiber, Entschuldigung. Ja. Diese Göhren. Wer ist das? Ja. Da war jemand. Probieren wir es halt nochmal. Was? Was habe ich? Die falsche Attacke! Ich nehme dein Blut als Licht! Alter, du Hex! Für die Leila! Ich will dein Blut! Ich hol mir dein Gehirn und lerne diesen Trick selbst! Alter! Oh, nicht schlecht. Zeit für Blut. Geht das, glaube ich, nicht hin, oder? Jetzt haben wir's. Yay! Du blöde Kuh. Ja, schlaf. Alter, wie die schlafen kann. Au, das ist voll unbequem. Wurscht, hauptsächlich sie schläft. Alter, schon machen sich die beiden hier bezahlt. Was zu essen? Was ist das? Achso, das sind ihre Attacken. Ja, essen. Und das auch noch. Was? Das hat sich schon mal ausgezahlt. Puh. So.
Jetzt können wir speiern. Ah, schön. Ich glaube, den Part beenden. Ich bleibe aber jetzt drinnen stehen. Auf alle Fälle. So, speichern. Jawohl. Ach, du liebes bisschen. Jo, das passt. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Da muss ich gerade mal voll auflegen und die Hände klatschen. Ja. Ich lass es mal so. Ja, genau. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!